Hallo Leute, da bin ich wieder. Wer viele Reifen wechseln muss, wie gerade jetzt zur Winterreifensaison, kennt das nervige Abziehen der Radschraubenkappen. Man fummelt mit dem Abzieher rum und dann fliegen die Kappen durch die Gegend. Damit ist jetzt Schluss. Ihr besorgt euch zum Beispiel am Schrottplatz einen Ölmischstab, biegt mit der Zange vorne ein 5 mm Spitze ab und dann benutzt ihr den Ölmischstab. Die Kappen lassen sich nach der Reihe an allen vier Rädern leicht abziehen und rutschen einfach den Messstab runter. Nach dem Räderwechsel werden die Kappen der Reihe nach einfach wieder drauf gesteckt. Nichts geht verloren oder muss gesucht werden. Eine coole Sache, oder? Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Wenn ja, bitte den Daumen hoch und meinen Kanal abonnieren. Danke, bis dann.